Ja, 38 Grad, aber es ist nicht die Raumtemperatur, sondern ich habe das Gefühl, ich habe leicht erhöhte Temperatur, aber da bleibt man nicht zu Hause. Ne? Es gibt kein Homeoffice mehr, ja? Man will ja sein Gesicht nicht verlieren. Man muss in die Arbeit gehen. Jetzt zum Beispiel ist die ORF-Weihnachtsfeier. Die letzten Gießmilliarden müssen noch schnell verpulvert werden. Ich bin da in der Ärztekammer. Ah, der Dr. Merin. Bin leicht erhöhte Temperatur. Trotzdem nutze ich die Gelegenheit für Beratungsdiebstahl. Seit vielen Jahren höre ich schon so einen gleichbleibenden, gleichfrequenten Ton im Viervierteltakt. Das ist ein Tinnitus eventuell. Kollege, Sie arbeiten ja unten bei Ö3, wenn ich mich nicht irre. Also da haben wir das Problem schon gelöst. Das ist diese gleichförmige Musik im Formatradio. Wechseln Sie doch altersadäquat zu Ö1 und dann wird der Tinnitus wie weggeblasen sein. Aber gut, das ist jetzt nur ein erster Versuch. Ich bin kein Radiologe, ich bin ein Fernsehdoktor. Also das ist nur eine Ferndiagnose. Kommen Sie in die Praxis, dann kann ich mir das genauer anschauen. 3-4 Jahre Wartezeit, müssen Sie aber schon rechnen. Ich habe lange Wartelisten. Eine Zusatzversicherung werden Sie hoffentlich auch haben. Nicht? Also melden Sie sich bitte an. Einspruch. Wir sind ja beide Teil der ORF-Familie. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, bei der Warteliste ein bisschen weiter nach oben zu rutschen? Nicht der Versuch, nein. Also nicht einmal meine biologische Familie. Und meine guten Freunde, die müssen alle auf die Warteliste, nur die Allerbesten, die müssen nicht. Die Freunde, die besten Freunde. Die besten. Warum nicht? Warum müssen die? Die haben ihre eigenen Ärzte, darum sind sie meine Freunde, so wie ich. Ach so, ja, na dann, Pech gehabt. Naja. Nicht böse sein. Medizinische Vorsorge. Es war jetzt, jetzt kommt erst der Service-Sendung Medizinische Vorsorge. Schauen Sie drauf, dass Sie schon in jungen Jahren Medizinstudenten und Studentinnen zu Ihren Freunden machen. Dann haben Sie im Alter kein Problem. So, wenig fällt mir ein. Ja, das glauben die Leute immer, dass man sich bei den Ärzten irgendwie einwampeln kann, aber das hat schon der ORF-Kollege hier versucht, das ist die reinste Seuche, der verlegt mir hier den Boden gerade neu, aber ich habe Ihnen schon gesagt, die werden nicht schneller auf der Warteliste rauskommen. Das funktioniert nicht, jetzt habe ich mir auch leider den Rücken völlig verrissen, genau wie du, Stefan, vor ein paar Wochen. Ja, ist mir wurscht. So, gut, hier da diese Magazinsendung, medizinische Themen immer, da ist die Frau Dr. Dunge ist hier bei mir. Wie Sie wissen, bin ich keine Doktorin. Ja, war es erst seit jetzt. Gut, akutes Thema. Nackenschmerzen. Bei Nackenschmerzen, Herr Gehrer, da empfiehlt sich immer, dass man sich anschaut, warum ist der Nacken verspannt hier, selber hingreifen. Okay. Sitzt man vielleicht viel vorm Computer, schaut man runter zum Handy, dann verspannen sich hier die Faszien. Können Sie das bei mir demonstrieren? An meinem Körper, ich mache mir gleich das Hemd oben auf. Das müssen Sie aber nicht, das kann doch, man eigentlich selber. Gleich, aber ich zeige es Ihnen einmal vor, schaut da. Ja, da merke ich gleich, das sind verhärtete Stellen. Aber das müssen Sie dann zu Hause auch wirklich konsequent. Seit Wochen. Tun Sie mich da gerade ausnutzen? Tun Sie sich gerade eine Physiotherapie erschleichen? Das war ganz schlecht. Ganz schlecht, was Sie gemacht haben. Nein, aufpassen, ich merke das. Nur für die Wissenschaft, Wissenschaft. Ja, wenn es in Ihrer Sendung um die Wissenschaft geht, dann können Sie ja einmal eine Sendung machen, zum Beispiel über frauenspezifische Medizin. Etwas, was nicht Sie direkt betrifft. Zum Beispiel, was einmal über die Menopause oder über PMS. Das wäre doch einmal eine Sendung. Ich schaue kurz nach. Ja, in 4 Jahren hätte man einen kurzen Slot frei. Und bei Männergrippe wäre wahrscheinlich schon ein Thema. Einen Abend über das. Ein Wochen. Ja. Maschek, meine sehr verehrten Damen und Herren. Peter Hörmann-Seder und Robert Stachel. Aktuell zu sehen im Theater Ihres Vertrauens mit Ihrem großartigen neuen Programm. So, Arnold, das war der Maschek-Clip diese Woche. Hier unten, da stehen die ganzen Infos zum Clip. Ja, ich habe aber eine Frage. Ja. Mag diese Clips immer, aber ich habe immer Angst, dass ich einen Clip von Maschek übersehe. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich erinnert werde, dass ein neuer Clip kommt? Musst du den Kanal abonnieren. Ihr könnt das auch machen. Abonniert den Kanal, setzt die Glocke. Das ist auch immer gescheit, damit man nichts verpasst wie der Arnold. Und kann man Tickets auch kaufen? Ja, gibt es auch einen Link. Tickets. Kaufen.